So, jetzt starten wir durch. Wir können jetzt weitermachen. Ich habe jetzt bloß ein bisschen den Faden verloren. So, die Soundeinstellung habe ich jetzt auch angepasst wieder. Wie schon erwähnt, also im letzten Stream, der hat mir da eine Einstellung verworfen und dann war der Hintergrundsound viel zu laut. Das hat mir dann der Kollege Desrow mitgeteilt, aber dann war es dann schon fast zu spät. War ein wenig scheiße, wenn ich das so sagen darf. Aber, tja, ist schon vorbei. So, wir wollten eben so einem Raumschiff folgen. Wo war denn das eigentlich? Hier war ich schon. Jetzt kann ich... Ah, das schaut nach Raumschiff aus. So. Weiß ich bloß nicht mehr, in was für einen Raum das reingeflogen ist. Kam ein Training vorbei und schon alles vergessen. Genau, wir sind, glaube ich, raus, nachdem wir Tussi da platt gemacht haben. Dann bin ich ja auf die untere Ebene, weil ich speichern wollte und den Stream dann vorerst einmal beenden. Hier zum Speichern? Ja gut, kann jetzt auch sein. Dann sind wir ja schon eine komplette Runde gelaufen. Bock. They have come for us. The mystic portal awaits. Oh no. Wait. Stop. Farewell. Das ist so gut. Wir haben ja auch im echten im Film haben wir die damals sich da sind die immer da gehockt und haben gesagt, ah ja, holt mich ab, lasst uns. Wir werden nach Hause gebracht. Super geil. So. Reißen wir ab, und wo ist jetzt eigentlich das Raumschiff? So, rauf mit uns. Hallo. Kannst du uns da nicht einfach etwas der Luft runterschießen? Okay, das verschwindet gern. Oh, nice. Ich habe jetzt trotzdem gerne eigentlich aufs Raumschiff konzentrieren, aber ich glaube, dass der lästigere von beiden ist. So, da können wir jetzt wieder drüber streiten. Verdammt. Es ist jetzt schön, dass man sich beim Hals aber auch ein bisschen bewegen kann. Dass er nicht stehen bleibt, wenn man den aktiviert. Beim ersten Teil immer schon ein wenig Thema. Die haben das dann so gelöst, dass man dann während der Zeit, wo... Also später hat man dann einen Skill aktivieren können, dass man dann unverwundbar war, während man sich geheilt hat. Das hat man dann schon zu seinem Zweck nutzen können, um den einen oder anderen starken Angriff auszukontern, sage ich jetzt mal einfach, dass man da nicht getroffen wird. Aber... wir den mitnehmen können als Raumangriff. Ich glaube, wir sind hier fast ein bisschen flexibler. Der hat Probleme, den helfen wir. Okay. Ich glaube, ich nehme dieses Angra automatische Finale nehme ich wieder raus. Weil das war jetzt absolut unpassend. Das hat man halt einfach gebracht. Also ab und zu ist es vielleicht wirklich besser, wenn man das einfach auslaufen lässt. Da habe ich besser die Kontrolle drüber über das ganze Kampfgeschehen. Muss man zwar ein bisschen aufpassen. Na gut, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Wir brauchen den Anzug. Hallo. Bin ich schon selber drauf gekommen, meine Freunde. Ah, der hat wieder diese lustigen Bomben. Tat.
Ja, gut, nicht getroffen, ungünstig. Bumm, aufs Fressbrett. Ja, langsam habe ich den Dreh mit diesen Dingern, glaube ich, raus, mit diesem Maschinchen. Ich kümmere mich jetzt mal um den hier. Wieder verschwunden. Leute, ihr müsst schon ein bisschen was tun. Jawohl. Ja, einen Blitz erlernt. We are back. Our ship is no more. Nirvana will not be reached. Oh. Sorry I trashed your ride. Fear not. We still have our new home. The Chamber of Andy. They're right. This isn't where we belong. We've been in this toy store long enough. It's time for us to go home to Andy's room. But Xehanort told us that room isn't even his real room. Can you prove that any of that nonsense is true? And even if that Andy's room is fake, it doesn't mean he's not somewhere in this world with us. I'm going home to wait for him. No more debate. You with me, Woody? You're right, Buzz. Now that we're all accounted for, we should meet up at the entrance and go home. Okay. We could have used friends like you for the final showdown. But Organization 13's our problem to solve. Yeah, I can take them. I'm not so sure about that. Guys, can we see you off? That would be great. Voll. Eigentlich alles, was wir haben wollten. Der Companeros. Dann speichern wir hier. Können wir eigentlich schon rausgehen? Okay. Sarge, roll call. Sir, yes, sir. Roll call. All toys fall in. Sarge, Army men times four. Ham, aliens, one, two, three. Wait, where's Rex? He took off. Said he wanted to prove to you you could trust Sora. He's up there by the video games. Well, here we go again. Huh? This is about us? He's not safe. The Heartless are out there. You're right. Sora, Donald, Goofy. Any chance you could help us one last time? Sure! Thanks, guys. Ham said Rex was in the video game section. Der Typ ist einfach sowas von lässig. Der Rex. Hammer. So. Schauen wir, dass wir mal eine Etage höher kommen. Spielabteilung. Geht das zu los? Und vorne. Gut, ich wüsste mal. Oh Gott, das war der falsche.
Hallo. Geht mir der Typ auf den Sack. War jetzt knapp. Gut, der hat uns jetzt geheilt. Weiß bloß noch nicht raus, wann ich das zum Heilen benutzen kann und wann ich das als Angriff nutze. Die Rakete ist wirklich scheiße zum Steuern. Ist jetzt der schon weg oder nicht? Doch. Wollen wir jetzt hier reingehen? Wir haben nicht einmal so einen Doch, da steht einer im Eck. Können wir die doch vermöbeln. So, zack, der erste ist down. Voll. Helfen wir erstmal Donald und Goofy und der hört einfach nicht auf hier mit denen. Auf jeden Fall nicht die Videospielabteilung. Einfach durchgeraced. Oh, Game Store. Schaut doch fast so aus, als ob wir da hin müssen. Hooray! Look! Look, look! I found it! See, Sora? Well, I never looked this good. The clothes kind of match. Huh? Hmm? Hat eher ein bisschen eher aus wie Rico. They are video game figures. See? I told you, Buzz. They're toys. Just like the rest of us. Well, I suppose. Donald, I thought your magic decided how I look. Explain. Simple, that's not new. Say, Riku would make a great action figure. Must be him. No, it's me. I've got the black clothes and, So what? All right, everyone. Now that we're back together, it's time to return to Andy's room. Now? But can't I at least check the strategy guides? I want to know how to beat Bahamut. Next time. Oh. Right now, we need to go home. Oh, but you needn't rush off. Xehanort! I have more to observe. I can't let you leave yet. It's us that you really want. Leave the others out of this. You would say that, Champion of Light. Very well. Let's skip to the final stage. Buzz? What's the matter? Come on, Buzz. Quit fooling around. Look out! I can't believe it.
Buzz has been taken over? What did you do to him? I thought I made it clear. I am testing the strength of their bonds. In this world, toys have hearts. And those hearts come from a powerful bond. So what happens when those bonds are stretched to their limit? When they are worlds apart, can cloth and plastic hold on to their hearts? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt, and that chasm you created can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Do something! On my way! Not this time. Okay, was hat jetzt vor? Wo ist jetzt gelandet? Where am I? Haven't you heard? In this world, you come from a video game. So now you can watch my experiment from inside that screen. That is, if you manage to find a moment's rest. Alter Schwede, das wird nicht lustig. There's got to be a way out. Buzz, Woody, hang on. So, auf geht's. Oh, ich hab keine Zeit für sowas. Auf geht's. Muss Buzz und Woody helfen. So. Ah, der nächste Schwung. Bin ich voll daneben geschossen. Läuft. Da kommen halt die Shooter-Skills mal wieder voll durch. Boom, 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 boom. Der wahrscheinlich zum Ausweichen, falls der Anzug einen Geist aufgibt. Wenigstens gibt es hier unendlich Munition. Der läuft wirklich nicht auf. Und diesmal stärker. Wer ist mal mit dem kurzen Wechsel? Ja, der gefällt mir. Okay. Die Standardwaffe ist schon mal besser. Dat. Gut, das ging einmal saftig daneben. Oh, fuck. Keine sind ja stärker wie die Großen.
tun. Er will es wissen. Okay. Kommst du zu mir? Komm. Er hat gesessen. Aber ich möchte lieber nicht zu nahe kommen. Der schaut irgendwie gut aus. Super, die Richtung stimmt zwar, aber das Ziel, das er anzeigt. Teleport, okay. Ab und zu muss man halt schauen, dass man wegkommt. Jawohl! Herzkristall einmal frei. Geht's jetzt dann weiter? Wähle mit einem Block aus und drücke dann X um platzieren. Leuchten rund um den Block zeigt einen Wirkungsbereich an. Wenn Gegner mit diesem Licht in Berührung kommen, können sie sich nicht mehr bewegen. Drücke Dreieck, um Ralf auf den ersten von ihm platzierten Block einschlagen zu lassen und damit eine Explosion in Richtung des Leuchtens auszulösen. Gut, das ist jetzt ein neuer Beschwörungstalisman. So, jetzt hoffentlich kommen wir hier raus. Glorreich gesiegt. Wir haben einen weißen Bildschirm. Sora! You alright, Sora? Yeah, I'm just fine. And you? Wait, where's Buzz? He disappeared into a dark corridor. Oh. Sora, how do we get him back? I don't know. My power won't open those. Sir, did I hear you say dark corridor? That's right, Sarge. Any ideas? Well, it might be a long shot, but we've sighted a shadowy portal in the Kid Corral. We can infiltrate from a window inside babies and toddlers. I'll head there and get it open. Sarge, you're a lifesaver. You guys in? Yeah. Yeah! Please promise you'll bring Buzz home. With batteries included? Journey safely. Farewell. Don't worry. We're gonna get our friend back. Ja, hilft doch nix. Du hast Verum Rex auf Lead freigeschaltet. Der Videospielabteilung, um es zu spielen, okay? Come on, fellas. So, ich würde trotzdem jetzt gern speichern. So, schauen wir da vorne. Der Speicherpunkt. Ja, 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 ja. Okay. So, einmal frei, dann haben wir das jetzt geschafft. Mache ich bloß hier einen kurzen Cut.